Oh Mann, Lea, ich finde das echt doof. Jetzt kommen langsam schon wieder die Eltern zum Abholen. Ich würde eigentlich länger hier bleiben wollen. Oh, du hast recht. Da kommen schon ganz viele Eltern. Ich will auch noch hier bleiben. Also, ich finde den Tag hier immer viel zu kurz. Wir haben doch gerade erst mit Spielen angefangen und jetzt sollen wir schon wieder nach Hause. Nö, finde ich blöd. Ja, das finde ich auch blöd. Mama soll noch nicht kommen. Ich würde gerne noch ganz viele Stunden hier bleiben. 100.000. Also, ich habe eine Idee. Also, Lea, was hältst du davon? Oh, Emma, meinst du wirklich? Also, das wäre schon ziemlich lustig. Okay, wir machen das. Yeah, sehr cool. Dann können wir bestimmt noch viel länger hier bleiben. Ach, jetzt werden alle Kinder abgeholt. Aha, ja. Also, Mira und Sina sind abgeholt worden. Philipp ist auch abgeholt worden. Also, ich meine, waren jetzt alle Eltern da? Ja, genau. Morgen Sportzeug mitbringen. Genau. Und bitte pünktlich sein morgen. Ach, also Mira und Sina, die waren heute ganz lieb und die haben auch gut heute Mittag gegessen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. So, jetzt sind sie alle raus. Hoffentlich habe ich noch alles gesagt, was so wichtig ist für morgen. Und sind denn jetzt alle Kinder weg? Wer war denn jetzt alles da? Also, jetzt bin ich doch ein bisschen durcheinander gekommen. Da waren ziemlich viele Eltern gerade gleichzeitig da. Aber wenn ich mal hier so schaue, hallo, ist noch jemand da? Nee, ich glaube, die Kinder sind alle weg. Nee, hier hinten war auch niemand mehr in der Spielküche. Und oben, da habe ich die Tür ja zugemacht. Also, da müsste eigentlich auch keiner mehr sein. Alles klar, dann kann ich ja jetzt auch gleich Feierabend machen. Klasse, das war auch ein echt anstrengender Tag. Hier vorne in der Leseecke, da ist auch niemand mehr. Also, ja, dann höchste Zeit, nach Hause zu fahren. Bevor ich gehe, räume ich noch ein bisschen auf und dann geht's los. Ach, wer hat denn schon wieder hier die ganzen Bälle hingelegt? Ach, naja, aber ansonsten sieht's heute ganz gut aus. Das mit dem Aufräumen hat heute ganz gut geklappt. So, die Toiletten, da ist noch genug Klopapier. Ja, sieht auch einigermaßen sauber aus. Super. Emma, ich glaube, Luna weiß gar nicht, dass wir hier oben sind. Ich glaube, unser Trick hat geklappt. Habe ich gerade irgendwelche Geräusche hier noch gehört? Also, ich meine, ich hätte gerade hier irgendwo etwas gehört, aber hier ist ja niemand mehr. Ist auch gar kein Spielzeug mehr liegen geblieben oder so. Nö, hier ist nichts. Ach, hallo. Entschuldigung, ich bin ein bisschen spät. Ich musste noch länger auf der Arbeit bleiben. Ich wollte einmal Emma und Lea abholen. Ach, guten Tag, Frau Vogel. Emma und Lea? Ja, genau. Ich habe mit Leas Mama abgesprochen, dass ich die beiden heute abhole. Also, Frau Vogel, Lea und Emma sind nicht mehr da. Hier ist niemand mehr. Ich wollte auch gerade nach Hause gehen. Alle Kinder sind schon weg. Alle Kinder wurden abgeholt. Ach Mann, dann habe ich mich wohl vertan. Dann war wohl heute Sonja dran mit abholen. Dann bin ich wahrscheinlich erst morgen dran. Ja gut. Wie witzig ist das denn? Hast du gehört? Ich glaube, deine Mama ist da. Ja, das ist meine Mama, aber pst, jetzt sei leise. Weil nicht, dass sie uns hört. Dann können wir bestimmt noch länger hier bleiben. Gut, dann hätte ich mich ja gar nicht so abhetzen müssen. Naja, kann passieren. Dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend, Luna. Wir sehen uns morgen. Tschüss, Frau Vogel. Schönen Feierabend und wir sehen uns morgen wieder. Einen schönen Abend. Also, die beiden wurden doch abgeholt. Emma und Lea wurden doch von Sonja Feenstaub abgeholt. Der Mutter von Lea. Oder habe ich mich da vertan? Emma, ich kann gar nicht glauben. Unser Trick hat funktioniert. Die denken wirklich, wir wären schon weg. Das heißt, wir können noch hier bleiben. Und wir können noch spielen in der Spielküche. Ja, wie cool. Und das war ja auch schließlich meine Idee, sich hier oben zu verstecken. Ich guck mal hier drüber. Und wenn Luna uns gleich findet, dann wird die ganz schön staunen. Hey Lea, guck da lieber nicht drüber. Sonst sieht sie uns doch noch. So, endlich Feierabend. Dann muss ich nur noch das Licht ausmachen. Und schon geht's nach Hause. Ich freue mich auf meinen Feierabend. Emma, guck mal. Luna geht auch raus und die macht sogar das Licht aus. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ja, Lea, aber jetzt sei nicht so laut, weil gleich hört sie es ja doch noch. Aber Emma, willst du wirklich, dass wir hier die ganze Nacht bleiben müssen? Also, das wollte ich nicht. Ich wollte nur ein paar Stunden länger bleiben und ein bisschen mehr spielen. Und jetzt ist Luna weg. Alle sind weg. Wir sind ganz alleine hier. Wir sind alleine hier?
Also, das ist doch fantastisch. Dann können wir doch machen, was wir wollen. Das ist doch richtig cool. Jetzt ist die Tür wirklich zugefallen. Das bedeutet, Luna ist raus. Und somit ist keiner mehr hier, außer wir zwei. Yeah, Lea, los geht die Party. Wir können jetzt machen, was wir wollen. Aber Emma, wir müssen dann sogar hier übernachten und unsere Eltern wissen doch gar nicht, wo wir sind. Ach, keine Sorge. Die werden uns doch sonst morgen sehen. Jetzt heißt es erstmal Spaß haben. Los, Lea, kommst du oder willst du doch ewig da oben bleiben? Also ich kletter jetzt schon mal runter. Aber Emma, naja, also ja, eigentlich wollten wir das ja, dass wir noch länger hier bleiben können, aber ja, na gut. Jetzt freu dich doch, Lea. Wir können mit allen Spielsachen spielen. Nur wir beide. Wir können machen, was auch immer wir wollen. Also schnapp dir was Cooles zum Spielen. Ich wollte den ganzen Tag schon mit der Prinzessinnenkutsche spielen. Aber den hatten immer die anderen Kinder. Und jetzt habe ich den ganz für mich allein. Das ist toll. Und ich wollte schon immer auf die Toilette gehen und einfach die Tür auflassen. Weil jetzt kann ja auch keiner gucken. Emma, ich kann dich doch sehen. Aber mich stört das nicht. Und ich wollte schon immer die Uhr hier verstellen, weil dann weiß niemand, wie spät es wirklich ist. Tja, das war wohl mal ein richtig guter Prank. Da werden sich morgen nämlich alle Leute wundern und nur wir wissen davon, Lea. Also, das gefällt mir echt gut hier alleine. Was mache ich denn jetzt als nächstes? Emma, guck mal. Ich bin die Prinzessin und die Pferde, die ziehen meine Kutsche. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Hey Mama, wo ist Emma denn? Hast du die gar nicht mitgebracht? Wo ist Emma denn? Hat Sonja sie gar nicht hier abgesetzt? Sie war nämlich heute dran mit Abholen aus der Kita. Ich bin erst morgen dran und ich dachte, Emma müsste doch schon längst zu Hause sein. Also da rufe ich jetzt mal an und gehe mal der Sache auf den Grund. Vielleicht wollen die beiden auch einfach noch zusammen spielen. Hi Sonja, ich bin's, Claudia. Du, ich wollte mal fragen, sind Emma und Lea noch zusammen am Spielen und soll ich Emma später abholen oder bringst du sie vorbei? Bitte was? Ja, also so hatte ich das auch im Kopf, dass ich dran bin. Aber als ich heute in der Kita war, da sagte Luna, dass Lea und Emma schon abgeholt worden seien. Naja, und da dachte ich, ich hätte mich im Tag vertan und du hast die beiden abgeholt, aber wenn du sie nicht abgeholt hast, wer denn dann? Oh nein, was ist denn da los, Mama? Sag schon, was ist? Wo ist Emma? Oh je, also das kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Ich habe ja gerade mit Sonja gesprochen und sie sagt, sie hat Emma und Lea nicht abgeholt. Die sind nicht bei ihr und ich habe sie ja auch nicht abgeholt. Aber wo sind die beiden dann? Emma, das hat jetzt wirklich viel Spaß gemacht, aber jetzt würde ich eigentlich gerne nach Hause und ich habe auch Hunger. Ja, also ich habe auch Hunger, aber wir haben doch hier mal was zu essen, du weißt doch. Komm, wir schauen mal nach. Okay, das ist ja blöd. In der Küche in der Schublade ist ja gar nichts. Normalerweise hat Luna da doch immer noch reichlich Vorrat drin. Ich habe noch eine Idee. Ich schau mal da hinten in der Kinderküche. Da ist doch die Kühlbox. Vielleicht haben wir wenigstens noch ein Eis. Oh, schade. Die ist komplett leer. Och Mann, Emma, ich habe Hunger. Ich würde gerne ein Butterbrot essen. Ja, mir knurrt auch schon der Magen und ich habe irgendwie Lust auf Kakao, weil den trinke ich abends immer und der fehlt mir jetzt. Also, ich finde es ja wie gesagt ganz cool und auch, dass wir mal alleine sein konnten, aber ja, so langsam könnte ich doch auch nach Hause gehen. Komm, wir schauen mal, ob die Tür überhaupt richtig zu ist. Vielleicht hat Luna vergessen abzuschließen. So, und... Oh Mann, also die Tür, die geht definitiv nicht auf, weil... Ich meine, ich bin ja schon super stark, aber die geht wirklich nicht auf. Lass mich mal versuchen. Nee, die geht nicht auf. Och Mann, wir sind eingesperrt. Oh nein, wir müssen wirklich die ganze Nacht hier bleiben. Bis morgen früh, bis wieder die anderen Kinder kommen. Oh je, also so habe ich mir das auch nicht vorgestellt. Dann sieht das wohl so aus, als würden wir hier eine Pyjama-Party machen. Och Mensch, da bist du ja, Sonja. Wie konnte das denn alles bloß so durcheinander geraten? Claudia, also wenn du mich fragst, wir haben doch ausgemacht, dass du die Kinder holst. Und warum bist du dann einfach wieder gefahren? Naja, ich meine, ich war ja hier. Und Luna hat gesagt, die beiden wurden schon abgeholt. Das hat mich natürlich verwundert. Aber Lea und Emma waren halt auch weit und breit nicht zu sehen. Ja, aber das kann doch alles gar nicht sein. Wer soll denn die beiden abgeholt haben?
Das ist schon alles echt mysteriös und komisch. Ich will jetzt mal gucken, wo Emma und Lea sind. Oh Mann, hört doch auf zu streiten. Lass uns doch einfach reingehen in die Kita. Vielleicht sind sie einfach noch da drin. Oh, die Tür ist zu. Es ist abgeschlossen. Och Mann, das ist natürlich blöd. Ich dachte einfach, Emma und Lea warten drinnen auf uns. Wo sind die beiden bloß? Ach, die Tür, die kann doch nicht zu sein. Lass mich mal, Hanna. Hm? Die ist ja wirklich zu. Lass mich mal versuchen. Oh, ja, die Tür ist wirklich zu. Vielleicht klopfen wir einfach mal. Vielleicht hat Luna einfach von innen abgeschlossen oder so. Hey, hast du das Klopfen gehört? Was war das? Und wer ist das? Oh nein, Emma, wer kommt denn jetzt? Also, wer hat denn da geklopft? Also, wenn ich das mal wüsste. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal gucken, wer da ist. Vielleicht ist das ja Luna oder so. Nein, Emma, bleib lieber hier. Ich guck mal ganz vorsichtig um die Ecke. Emma, pass auf, dass dich niemand sieht. Also, da sind welche, aber ich kann nicht richtig erkennen, wer das ist. Okay, lass mich mal gucken. Hm? Das ist doch meine Mama und deine Mama und Hanna. Oh, cool, wirklich? Ich glaube, die sind hier, um uns rauszuholen. Hallo, Mama. Hallo, macht auf, lasst uns hier raus. Emma, Lea, ja, wir können die Tür nicht aufmachen. Wir müssen erst Luna anrufen. Aber wir sind so froh, euch zu sehen. Ach, herrje, ich bin echt erleichtert. Aber was macht ihr beiden da drin? Also, ach Mann, sie haben sich wahrscheinlich versteckt. Also, Emma, Lea, ich wusste nicht, dass ihr noch da drin seid. Habt ihr euch versteckt? Na, das ist mal wieder wirklich sehr typisch für unsere Kleinen. Ich wette, das war deine Idee, Emma. Ja, das war Emmas Idee, aber ich fand's auch toll. Wir wollten noch länger da bleiben, aber irgendwann ist uns ganz langweilig geworden. Und wir haben auch Hunger. Ja, weil in der Kita ist es immer so toll. Ich meine, es macht so viel Spaß. Und Lea und ich wollten mal in Ruhe spielen, ohne immer alles mit den anderen Kindern zu teilen. Ach Mensch, also das freut mich natürlich, dass ihr so viel Spaß bei uns in der Kita habt. Aber das gehört doch dazu. Mit anderen Kindern teilen, das ist doch ganz normal. Also, das macht ihr am besten nicht nochmal. Okay, versprochen, das machen wir nicht nochmal, ne Emma? Nein, das machen wir nicht nochmal, versprochen. Ich meine, das war zwar cool und hat auch Spaß gemacht, aber nee, also wir wollten jetzt hier nicht die ganze Nacht bleiben. Gott sei Dank ist das nochmal gut gegangen. Ach, sind denn jetzt alle Kinder da? Heute habe ich was ganz Besonderes mit den Kindern vor. Hm. Das wird wirklich schön. Hallo Luna, was machen wir heute? Hm? Das werde ich euch gleich erzählen. Wir machen heute einen Ausflug. Am besten setzt ihr euch erstmal alle hier hin. Wir machen als erstes einen Sitzkreis. Und dann verrate ich euch, wo es heute hingeht. Oh, wie spannend. Sag schon, Luna. Ja, wir wollen das wissen. Also, ich habe da eine sehr gute Freundin. Und die arbeitet... wie soll ich sagen? Sie arbeitet im neuen Meerjungfrauen-Freizeitpark hier bei uns in Unicorn City. Und wir werden heute einen Kita-Ausflug in diesen Freizeitpark machen. Klingt das nicht toll? Oh, Meerjungfrauen-Freizeitpark? Das ist ja so cool. Oh, also ich kenne da jemanden, der da schon mal war. Das ist wohl richtig toll da. Ich selbst war auch noch nicht da, aber ich freue mich schon so. Das wird bestimmt so schön. Auf in den Freizeitpark. Und ich kann euch schon mal verraten, ihr müsst keine echten Meerjungfrauen oder Wassermänner sein, um in diesen Freizeitpark zu gehen. Da sind alle willkommen. Oh, ich freue mich ja so sehr, aber so schade, dass Emma heute nicht da ist. Mit Emma wäre das noch cooler, aber naja, auf geht's. Oh, ab in den Freizeitpark. Das wird der Wahnsinn. Das wird richtig Spaß machen. So, dann stellt euch mal alle auf und dann gehen wir gemeinsam los. Es ist zum Glück nicht weit. Wir können zu Fuß dahin gehen. Oh, wie aufregend, wie aufregend, wie aufregend. Hoffentlich sehe ich eine echte Meerjungfrau. Hallo, liebe Kinder. Herzlich willkommen im großen Meerjungfrauen-Freizeitpark. Ihr seid alle ganz herzlich willkommen. Ich bin Viola. Moment mal gerade, jetzt gehe ich hier von Holz rüber auf Wasser? Muss ich jetzt durchs Wasser laufen? Sind gleich meine Schuhe nass? Nein, das sieht ja nur so aus wie Wasser. Obwohl, ist da echtes Wasser drunter? Ist das eine Glasscheibe mit Wasser drunter? Boah, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist toll, das ist Wasser da drunter und das bewegt sich auch. Das sieht richtig schön aus. Oh, und die Füße werden nicht nass. Sonst hätte ich vielleicht meine Gummistiefel anziehen müssen. Aber nein, hier kann man drüber laufen und wird nicht nass. Das ist richtig schön. Also ihr Lieben,
Ich freue mich, dass ihr hier seid. Der Freizeitpark hat erst vor kurzem eröffnet. Und hier gibt's wirklich viel zu entdecken. Boah, meinst du, das ist eine echte Meerjungfrau? Ich weiß es nicht, aber es ist so cool alles. Das sieht alles so schön aus. Guck mal da. Was ist das denn da oben? Ist das ein Seepferdchen? Oh, ist das sieht toll aus und die Pflanzen da überall. Ist das etwa eine Rutsche? Und schau mal da drüben. Sind das alles Meerjungfrauen? Hallo. Hi. Herzlich willkommen. Und da, ist das ein echter Delfin? Oh, der ist ja süß. Da müssen wir gleich hingehen. Und da hinten auch ein Delfin. Guten Tag. Herzlich willkommen, liebe Kinder. Das ist echt toll hier. Freut mich total, dass es euch so gut gefällt. Aber ihr müsst gleich erstmal die Sachen alle ausprobieren. Ich glaube, ihr werdet richtig viel Spaß haben heute. Also, ich zeige euch erstmal alles. Hier, das ist der Bereich, in dem man sich ausruhen kann. Das ist ein ganz gemütliches, weiches Bett. Da könnt ihr euch einfach hinsetzen, hinlegen, wie ihr möchtet. Und da oben, da erwartet euch unser Highlight im Park. Das ist die große Kugelbahn. Hey, kann ich die vielleicht zeigen? Also ich würde das gerne mal vormachen. Eine Kugelbahn? Oh, wie schön. Ja, wir wollen es sehen. Mach uns das vor. Also, ihr nehmt euch eine Kugel und legt die hier rein. Und dann wird die Kugel in diese Muschel hier reingelegt. Oder, ja, in diese Schale. So, und dann kann es auch schon losgehen. Auf die Plätze, fertig, los. Wow. Das leuchtet ja. Wie schön. Oh, die sind ja wunderschön, diese Perlen. Die sehen ja aus wie echte Schätze. Schau mal. Oh ja, blau und gelb und lila und weiß. Und guck mal, jetzt können wir uns den Delfin mal vom Nahen angucken. Der ist ja super niedlich. Aber ich glaube, der ist nicht echt. Aber... Och, der sieht richtig flauschig und süß aus. So, ihr lieben Kinder, kommt mal mit mir mit. Ich möchte euch noch jemanden vorstellen. Das ist Chiara. Ihr gehört der Freizeitpark. Hallo, herzlich willkommen alle zusammen. Schön, dass ihr in unserem Freizeitpark seid. Ihr könnt euch hier einfach wie zu Hause fühlen. Oh, wie cool, wie zu Hause. Und das ist auch eine richtige Meerjungfrau. Die sehen alle so echt aus. Sind das wirklich Meerjungfrauen? Ob wir echte Meerjungfrauen sind? Naja, vielleicht sind wir auch Schauspielerinnen, die als Meerjungfrauen verkleidet sind. Aber ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich wie eine ganz echte Meerjungfrau. Oh, wenn ich groß bin, dann will ich auch eine Meerjungfrau sein. Komm mal mit, ich will das mit dieser Kugelbahn mal ausprobieren. Ja, ich komme auch mit. Oh, hier geht's los. Da kann man die Kugeln reinlegen. Aber ich frage mich, ob man da vielleicht auch runterrutschen kann. Hey, soll ich dir das nochmal zeigen mit der Kugelbahn? Nein, brauchst du mir nicht zeigen. Ich rutsch einfach. Naja, da wirst du wohl nicht durchpassen, dort drüben. Also da wird's ziemlich eng. Die Kugeln passen da durch und dann fängt es an zu leuchten. Aber du wirst da wohl nicht durchpassen. Das werden wir ja wohl sehen. Und los. Ui, das macht Spaß. Na, ob das mal gut geht? Also ich glaube nicht, dass sie da durchpasst. Oh Mist, ich steck fest. Erstmal wieder rausklettern. Hallo Leute, ich bin hier oben. Hey Lea, komm da runter, das ist doch eine Kugelbahn. Ist das nicht cool hier oben? Hier hat man noch eine bessere Aussicht. Ich komm auch noch hinterher. Ein Kind ist schon stecken geblieben. Vielleicht rutschst du lieber nicht. Halt! Hey Mira, cool, dass du auch da bist. Schau mal, hier kann man alles noch viel besser sehen. Lea, Mira, kommt da lieber mal runter. Ach, das ist gar kein Problem. Die Kinder können hier überall spielen, wie sie wollen. Das ist doch ein Freizeitpark. Und das ist der coolste Freizeitpark, in dem ich jemals war. Es ist so schön hier. Thank you.
bist du ja. Guten Morgen. Hallo, Emma. Ich habe gar keine Lust heute auf Kita. Ach, komm schon, Lea. Das ist doch richtig cool hier und hier gibt's doch viel zu machen. Lass uns doch in die Kuschelecke gehen. Ach, das ist doch langweilig. Das haben wir schon gestern gemacht und vorgestern und vorvorgestern. Also gut. Dann lass uns doch hier in der Kinderküche spielen. Wir können ja so tun, als würden wir was kochen. Wie wär's mit Spaghetti? Ach, Emma, da habe ich auch keine Lust zu. Das ist mir alles viel zu langweilig. Oh Mann, Lea hat ja wirklich gar keine Lust, was zu spielen heute. Komm schon, Lea, es gibt doch wirklich coole Sachen hier. Ich habe jetzt schon so viele Sachen vorgeschlagen. Dann frage ich halt eben Luna, ob wir nach oben gehen dürfen. Dann können wir oben was Cooles spielen. Hey Luna, ich habe da mal eine Frage. Ach Emma, was hast du denn für eine Frage? Können Lea und ich nach oben gehen? Wir wollen da gern was Cooles spielen. Klar, gerne Emma. Seid vorsichtig an der Treppe und wenn was ist, ruft einfach. Ich höre euch ja. Och Emma, ich will auch nicht oben spielen. Da habe ich auch keine Lust zu. Och Lea, jetzt komm schon. Willst du etwa alleine spielen? Nein, und ich auch nicht. Also los. Ach, und was sollen wir denn oben spielen? Am liebsten würde ich einfach nach draußen auf den Spielplatz. Oh Mann, also Lea wird schon kommen. Ich gehe jetzt erstmal vor. Hm? Wo geht denn Luna jetzt hin? Gehe ich jetzt hinter Emma her? Oder gucke ich mal, was da vorne los ist? Ach, hallo, da ist ja unsere Neue. Herzlich willkommen. So, dann komm mal hinter mir her. Ich zeig dir alles. Oh, wie spannend. Endlich passiert hier etwas. Wir haben eine Neue. Oh, wo bleibt Lea denn? Das dauert immer so lange bei der, das ist so nervig. Aber egal, ich gehe jetzt alleine vor und ich spiele ein bisschen Gitarre. So, dann übe ich jetzt für mich weiter. Das macht eh viel mehr Spaß, als mit Lea zu spielen. Oh, das gibt's ja gar nicht. Die ist aber... Wow, die sieht aber interessant aus. Und die hat so große Schuhe wie Luna. Und was für ein tolles Glitzerkleid. Also... Das ist wirklich mal spannend. Endlich passiert hier etwas. Wir haben eine Neue. Und die Neue, die ist riesengroß. Das gibt's ja gar nicht. Die hat ja oben auf dem Kopf eine Krone. Ist das etwa eine Königin, eine echte Königin oder eine Prinzessin hier bei uns in der Kita? Das muss ich Emma erzählen. Endlich wird's hier spannend. Emma, Emma, hör mal zu. Es gibt Neuigkeiten. Wir haben eine Neue. Und zwar eine Prinzessin oder eine Königin. Lea, du siehst doch gerade, dass ich beschäftigt bin. Und außerdem, erst willst du nicht mit mir spielen und jetzt erzählst du hier so einen Blödsinn. Also das glaube ich dir wohl nicht. Emma, wirklich? Sie ist riesengroß und hat blonde Haare und ein pinkes Glitzerkleid. Weißt du was, Lea? Ich glaube dir das nicht. Du hattest eben noch die Chance, mit mir zu spielen. Und jetzt ist es auch zu spät und jetzt kommst du mit mir zu einer komischen Geschichte an. Also das glaubst du doch wohl selber nicht, dass hier eine Prinzessin ist in unserer Kita. Doch, Emma, wirklich. Jetzt glaub mir doch endlich. Komm doch mit nach unten. Nein, ich komm nicht mit. Ich bleib hier. Geh doch alleine. Oh Mann, eben wollte sie die ganze Zeit mit mir spielen und jetzt kommt sie nicht mit. Ich schau mal nach der Neuen. So, alle versammeln sich im Sitzkreis. Wir machen einen Sitzkreis. Oh cool, wir machen den ersten Sitzkreis mit der Neuen. Jetzt erfahren wir, wie sie heißt. Also, ihr habt ja vielleicht schon mitbekommen. Wir haben eine Neue hier in der Kita. Das ist Aurora. Boah, cool. Aurora. Ich glaube, sie ist wirklich eine Prinzessin. Und dieses Kleid, so eins hätte ich auch gern. Ich liebe Rosa. Und diese Krone. Oh, das ist so toll. Hey Leute, ich bin Aurora. Kann ich mich hier hinsetzen? Klar, Aurora. Such dir einfach einen Platz. Boah, die ist so groß. Viel zu groß. Die ist ja gigantisch. Das ist ja ein Riese. Mira, das ist doch egal, wie groß jemand ist. Manche Leute sind groß, andere Leute sind klein. Also Aurora ist genauso richtig, wie sie ist. Mir haben schon viele Leute gesagt, dass ich groß bin für mein Alter. Naja, also wie ich schon gesagt habe, jetzt können alle zusammen spielen. Und das ist doch egal, ob jemand groß ist oder klein ist. So, viel Spaß ihr alle. Du, Aurora, hast du Lust mit mir zu spielen? Ich bin Lea. Klar, gerne. Was sollen wir denn zusammen spielen? Ach, schön. Aurora hat schon eine neue Freundin gefunden, Lea. Aber Moment mal gerade, wo ist eigentlich Emma? Aurora, komm mal mit. Ich zeig dir alles. Also, das ist hier die Kinderküche und man kann hier auch hochklettern und dann kann man von oben alles sehen. Dann kann ich dir alles von oben zeigen. Oh, cool. Hier kann man ja hochklettern. Also, das erinnert mich an mein Turmzimmer zu Hause. Also, da, wo ich herkomme, hatten wir ein riesengroßes Schloss und
ganz, ganz viele wunderschöne Rosen. Boah, das ist echt toll, Aurora. Und so ein Turmzimmer hätte ich auch gerne. Ich wäre übrigens auch gerne Prinzessin. Bist du eine Prinzessin? Ja, genau, du hast recht. Ich bin eine Prinzessin. Oh Mann, das ist ja echt der Wahnsinn. Ich kenne eine Prinzessin persönlich. Ach, schön. Aurora und Lea haben sich schon richtig angefreundet. Sie sind zusammen auf den Kletterturm hochgeklettert. Also ich finde es hier oben echt cool. Aber ich hätte Lust, was zusammen zu lesen. Hast du da vielleicht Lust zu, Lea? Klar, ich zeig dir die Leseecke. Komm mal mit. Also hier kann man sitzen und man kann sich's auch gemütlich machen. Wir haben da hinten auch noch Matratzen und Kissen und dann kann man hier Bücher lesen. Das Problem ist nur, dass ich zu klein bin. Ich komme da oben an die Bücher im Regal gar nicht ran. Keine Sorge, Lea, dafür hast du ja mich. Denn wenn man groß ist, dann kommt man auch an die Bücher ganz oben im Regal ran. Stimmt, da hast du recht. Also das ist ziemlich cool. So, genug Gitarre gespielt. Jetzt gucke ich doch mal, wo die anderen sind und vor allem auch, was Lea so macht. Und außerdem ist es irgendwie ruhig hier unten. Wo sind denn alle hin? Also da drüben ist Lea schon mal nicht. Wo kann sie denn sein? Da sind nur Mira und Sina. Okay, das ist Lea auch nicht. Und da ist sie auch nicht zu sehen. Oh, da hinten ist Luna. Ich frage sie einfach mal. Hey, Luna! Also, Luna, ich habe mal eine Frage. Hast du Lea gesehen? Ach, hallo Emma, da bist du ja. Warst du die ganze Zeit oben und hast Gitarre gespielt? Ich habe doch da sowas gehört. Emma, also Lea, die ist vielleicht vorne bei der Leseecke oder so. Also Lea hat ja behauptet, es gibt hier eine neue. Und wenn das so wäre, dann hätte das Luna doch auch gesagt. Also hat Lea gelogen. Aber dann schaue ich mal bei der Leseecke nach. Ach Emma, die Lea war übrigens eben dort oben. Aber ich glaube, da ist sie jetzt nicht mehr. Nee, da ist sie nicht. Dann suche ich mal weiter. Leseecke, okay, alles klar, ich gehe da mal hin. Ich glaube, da sehe ich Lea schon. Aha, da sehe ich sie. Und sie ist ganz alleine, also stimmt das gar nicht, dass es eine neue gibt hier in der Kita. Oh, hallo Emma, da bist du ja wieder. Ich will dir jemanden vorstellen. Wir haben ja ein neues Kind hier bei uns im Kindergarten. Ach Lea, du wolltest nicht mit mir spielen und jetzt spielst du hier ganz alleine und willst mir immer noch erzählen, dass sie eine neue ist? Aber wo denn? Ich sehe doch niemanden. Aber Emma, wir haben eine neue hier bei uns. Aurora. Aurora? Warte mal. Also das hast du dir ausgedacht. Das ist doch die aus dem Märchen. Das ist doch Dornröschen, oder nicht? Keine Ahnung. Das Märchen kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass wir hier eine neue Prinzessin, eine echte Prinzessin bei uns haben. Und da ist sie. Oh Mann, Lea. So ein Quatsch aber auch. Das ist Quatsch mit Soße. Hallo, du musst Emma sein. Ich bin Aurora, wie Lea schon gesagt hat, und ich bin die Neue hier. Hallo Aurora, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Eine echte Prinzessin bei uns in der Kita und dann ist es auch noch Aurora, also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich habe noch gedacht, Lea will mir nur Lügen auftischen. Eine wirklich echte Prinzessin bei uns in der Kita, also... Das gibt es doch gar nicht. Hallo Emma, guten Morgen. Hallo Mama, was machst du denn hier? Wieso bin ich zu Hause in meinem Zimmer? Emma, weil es morgens ist und du weißt doch, ich wollte dich wecken, denn du musst doch gleich in die Kita, so wie jeden Morgen. Ich mach schon mal Frühstück, komm einfach gleich nach, zieh dich in Ruhe an. Hat sie gerade gesagt, Prinzessin in der Kita? Oh Mann, also die Emma, die hat immer eine wilde Fantasie. Also das glaube ich ja wohl nicht, dass hier bei uns in der Stadt eine Prinzessin in der Kita ist. Aber da hat Emma wohl geträumt. Oh Mann, also dann habe ich das wohl alles nur geträumt. Wie schade. Aber gut, ich habe ja noch Lea und in der Kita und ich freue mich auch mit ihr zu spielen. Aber vielleicht war das ja doch kein Traum und vielleicht ist ja doch eine Prinzessin bei uns in der Kita. Ich werde das gleich sehen. Emma, jetzt komm schon, du musst dich jetzt ein bisschen beeilen, ich muss doch zur Arbeit. Ja, Mama, ich bin ja schon hier. So, tschüss, Mama, ich gehe jetzt schon vor. Na, jetzt auf einmal. Zu Hause hast du so getrödelt. Hallo, Emma. Schön, dass du da bist. Es gibt tolle Neuigkeiten heute. Du kannst schon mal gespannt sein. Neuigkeiten? Ja, das ist ja super duper cool. Was denn für Neuigkeiten? So, Emma, ich bin dann mal weg. Ich hol dich dann später wieder ab. So, mach's gut und sei schönartig. Ja, ja, tschüss, Mama, geh ruhig. Okay, was gibt es denn jetzt für Neuigkeiten? Immer mit der Ruhe, Emma. Geh doch erstmal schon mal zu den anderen dort vorne.
dann werde ich euch gleich die super tollen Neuigkeiten verkünden. Hallo, Emma. Hallo, Emma. Okay, und jetzt die Neuigkeit. Also, was gibt es? Bekommen wir vielleicht ein Pferd? Ach, Emma, nein, wir kriegen natürlich kein Pferd hier hin. Ich meine, wie soll das denn auch funktionieren? Also, ich habe mir etwas gedacht und ich dachte mir, wir könnten doch etwas Neues hier für unsere Kita gebrauchen. Etwas, was richtig viel Spaß macht. Spaß? Ja, also ein Pferd. Ein Auto? Oder gehen wir in den Streichelzoo? Oder ein Trampolin? Nein, nicht ganz. Also, was es ist, das seht ihr dort vorne. Hm? Dort vorne? Okay, kommt Leute, wir gehen sofort gucken. Los, worauf wartet ihr denn? Kommt, wir beeilen uns. Ach ja, die Kinder, nicht so schnell, nicht, dass ihr noch stolpert. Boah, Leute, kommt schnell! Guckt mal, was hier steht! Wie cool ist das denn? Wow, cool! Wow! Das ist ja genial! Tja, also ich habe mir schon gedacht, dass es euch gefällt. Freut mich natürlich, dass es so gut ankam und die Überraschung gelungen ist. Boah, guckt mal! Ein riesengroßes, wie nennt man das? Planschbecken? Nein, das ist doch ein Trampolin. Das ist doch kein Trampolin, Leute. Guck doch mal, da kann man so reingehen. Ich probier's mal. Vielleicht kann man ja doch drauf springen. Und zwar, ich spring mal drauf. Und heppa. Yeah, Leute, guck mal. Guck mal, was ich gemacht habe. Das ist auf jeden Fall kein Trampolin. Aber das macht so viel Spaß. Das ist ein kunterbuntes Bällebad. Kommt rein, Leute. Wir gehen schwimmen. Ja, Emma, ich komm auch hinterher. Yippie, Leute, kommt rein, das ist super cool. Ja, ich komme auch, rein ins Trampolin. Hä? Man kann hier ja gar nicht drauf springen, verstehe ich nicht. Kinder, bitte nicht alle auf einmal. Schließlich ist ja nicht ganz so viel Platz im Bällebad. Ich glaube, ihr müsst euch lieber abwechseln. So, jetzt sind wir kommen jetzt auch dazu, yeah! Alle rein ins Bällebad, auf 1, 2, 3! Wow, das ist so super! Wir schwimmen im Bällebad! Ach ja, hier ist ja doch genug Platz im Bällebad für alle. Sieh an. Ja, natürlich ist hier genug Platz. Guck mal, und wir machen eine richtig coole Party. Oh, das Telefon klingelt. Ich bin sofort wieder da, Leute. Bis gleich. So, Leute, ich habe eine super geniale Idee. Wir schwimmen jetzt alle hier rum in dem Bällebad, ja? Wie in so einem Planschbecken. Auf 3, 1, 2, 3. Yeah, alle kraul schwimmen. Yeah, und einfach schwimmen, einfach schwimmen. Ich mach nen Schmetterling. Yay! Yay! Woohoo. So cool! Woo! Ach ja, das ist ja ein Chaos, aber schön, dass ihr Spaß habt. Kinder, ich habe eben einen Anruf von unserem Getränkelieferanten erhalten. Leider kann er heute nicht ausliefern, deswegen würde ich jetzt einmal kurz losfahren und unsere Getränke holen. Das bedeutet allerdings, dass ich euch für einen kleinen Moment alleine lassen muss. Und das bedeutet für euch natürlich, dass ihr für einen kurzen Moment alleine seid und bitte natürlich kein Chaos macht und keine Dummheiten. Aber das wisst ihr ja bereits. Aber selbstverständlich, Luna, auf uns kannst du dich doch verlassen, das weißt du doch. Und wir sind ja jetzt hier super beschäftigt. Wir können ja gar keine Dummheiten machen. Das habe ich mir schon gedacht, Emma. Alles klar, super. Dann bis gleich. Ich bin auch schnell wieder zurück. Leute, Luna ist weg. Und ihr wisst, was das bedeutet. Party! Yeah, Party! Woo! Oh, schaut mal. Wir haben hier so viel rumgetanzt und die Bälle fallen schon alle raus. Ach, ist doch egal. Es sind ja noch genug Bälle hier drin. Leute, ich habe eine richtig coole Idee, was wir jetzt machen können. Ich bin sofort wieder da. Leute, ich habe die Idee. Wir können ja alle Bälle hier in die Kiste tun und dann oben in den Spielraum bringen und da auskippen und dann da damit spielen. Oh ja, das ist eine super Idee. Also, da mache ich auf jeden Fall mit. Weil dann haben wir oben in unserem Spielraum lauter Bälle und dann können wir die alle auskippen. Ja, gute Idee. Ich helfe auch mit. Okay, also Runde Nummer 1. Ja, es sind schon Bälle drin. Weiter so. Huh, boah, das war anstrengend. Schaut mal, die Kiste ist schon fast voll. Yeah, und noch mehr. Huh, das wäre geschafft. Schaut mal, wie voll die Kiste ist. Jetzt müssen wir sie nur noch nach oben bringen. Also, ob das wirklich so eine gute Idee ist, das weiß ich nicht. Schaut mal, der ganze Boden ist ja schon voll mit Bällen. Ah,
Los, Leute, packt mal mit an. Los, Leute, packt mit an. Ja, alle zusammen. Okay, jetzt müssen wir die Kiste erstmal bis zur Treppe schieben. Super, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt müssen wir die Kiste nur noch irgendwie die Treppe hochbekommen. Okay, also Leute, wir müssen alle zusammen anpacken und dann auf drei, okay? Eins, zwei, drei. Super, das waren schon mal die ersten Stufen. Meint ihr, dass das wirklich so eine gute Idee ist? Guckt doch mal, hier liegen überall schon Bälle auf dem Boden. Und wir kriegen sicherlich Ärger, wenn wir jetzt alles nach oben bringen und da ausschütten. Also irgendwie habt ihr recht. Ich glaube, das ist wirklich nicht so eine gute Idee. Und die Kiste, boah, die ist so schwer. Also die ersten Stufen, das war wirklich sehr anstrengend. Und wir haben ja noch ein paar Stufen vor uns. Vielleicht sollten wir das wirklich lassen. Ich glaube, Luna fände das nicht so toll. Und wir wollen ja auch keinen Ärger bekommen. Also ich glaube, wir sollten die Kiste vielleicht wieder runterbringen. Ich denke, das kriegen wir auch zu zweit hin. Ach, Emma, das kriege ich auch ganz alleine hin. Ich schieb die Kiste einfach runter. Und eins, zwei, drei. Oh, au, Backe, das ging wohl etwas daneben. Oh je, ja, etwas daneben, das kann man wohl sagen. Das ging alles daneben. Schaut mal, die ganzen Bälle liegen jetzt hier. Wie sieht das denn aus? Oh, oh, das war wohl ein Schuss in den Ofen. Ich glaube, wir sollten das schnell aufräumen. Also, wir haben auf jeden Fall jetzt hier ein kunterbuntes Bälleparadies, würde ich sagen. So, Kinder, ich bin wieder zurück. Ach, herrje, wie schaut es denn hier aus? Was ist denn hier passiert? Da lässt man euch mal eine Sekunde aus den Augen und... Ach, ich glaub's nicht. Hallo Luna, das war wirklich ein Versehen. Das wollten wir gar nicht. Also eigentlich wollten wir die Kiste nach oben bringen, aber das war nicht meine Idee. Und dann ist das so passiert. Oh Schreck, hier sieht es ja wirklich furchtbar aus. Ach Kinder, ich bitte euch jetzt in den nächsten paar Minuten alle Bälle wieder vernünftig einzuräumen, da wo sie hingehören. Ja, das machen wir natürlich gleich. Das war alles Emmas Idee. Also, wessen Idee das war, das ist mir auch total egal. Ihr steckt alle dahinter und ihr habt alle mitgemacht. Also, ich möchte, dass ihr jetzt bitte sofort aufräumt. Leute, ich wollte euch doch eine Überraschung damit machen und das werde ich jetzt vorerst nicht so schnell wieder machen. Oh nein, Leute, habt ihr das gehört? Wir müssen jetzt sofort aufräumen. Also, schnell, aufräumen. Aufräumen, wir müssen aufräumen. Emma? Emma? Oh, ich glaube, Emma ist am Schlafen. Naja, aber aufräumen wäre wirklich mal eine super Idee für Emmas Zimmer. Was? Aufräumen? Was ist hier los, Mama? Wo ist das Bällebad? Och nö, das kann doch nicht sein. Das war ja alles wohl nur ein Traum. Oh, aber ich dachte, hier wäre ein Bällebad bei uns in der Kita. Ach, Emma, du hast ja wirklich immer eine kunterbunte Fantasie. Aber wer sagt denn, dass vielleicht nicht wirklich in der Kita ein Bällebad steht? Komm, du musst dich jetzt anziehen, wir sind schon zu spät. Ich bring dich jetzt zur Kita. So, Emma, da wären wir ja schon angekommen in der Kita. Ja, hallo! Hallo, da sind wir! Ich meine, ich bin da, Emma, guten Morgen! Hallo, guten Morgen, Emma Vogel ist da! Ach, hi, Emma. Schön, dich zu sehen, Mensch. Und natürlich auch guten Morgen, Frau Vogel. Guten Morgen, Luna. Ach, Emma ist heute Morgen schon ziemlich aufgedreht. Sie hat sich wirklich schon den ganzen Morgen auf die Kita gefreut. So, Emma Schätzchen, dann verabschiede ich mich mal. Ich wünsche dir heute viel Spaß. Komm mal her, gib mir noch einen Kussi. Hä? Moment mal, wo gehst du denn hin, Emma? Nee, kein Kussi. Ich muss los. Ach, Mensch. Also schön. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß, Emma. Und du weißt Bescheid, sei bitte artig. Bis später. Wie gesagt, schön, dass du da bist, Emma. Also, die kleine Lea, die hat dich schon vermisst. Die fragt schon den ganzen Morgen nach dir. Ach Mensch, guck mal, wo wir gerade von sprechen. Da kommt sie ja auch schon. Hey, Emma, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Ich hab dich schon vermisst. Hey, Lea, was geht? Hier bin ich nun. Also, was machen wir heute Cooles? Das ist eine gute Frage, Emma. Hast du vielleicht eine coole Idee, was wir denn so schönes spielen könnten? Oh ja, also die habe ich. Mir fällt da etwas ein. Ich habe ja letztens mit Julian und Hannah, wir haben so eine Farbchallenge gemacht. Und das gleiche könnten wir auch machen. Also, dass man die ganze Zeit immer eine Farbe nur berühren darf. Und wir würden uns dann festlegen. Das ist so ein bisschen wie The Floor is Lava. Kennst du das? Oh ja, natürlich kenne ich das.
Das wäre eine coole Idee, Emma. Also ich spiele auf jeden Fall mit und ich bin auf jeden Fall dabei. Sehr gut, Lea. Also was anderes habe ich jetzt von dir auch nicht erwartet. Also gut, wir entscheiden uns jetzt für eine Farbe. Die erste Farbe ist rot und wir müssen jetzt ganz schnell was Rotes finden und das berühren oder da halt draufsteigen. Okay, etwas Rotes. Oh je, wo ist denn etwas Rotes? Ah, da! Ja, ich hab's geschafft, Emma. Guck mal, ich hab gewonnen. Ich stehe auf etwas Rotem drauf. Ja, sehr gut, Lea. Für den Anfang nicht schlecht. Okay, jetzt muss ich noch zusehen, dass ich irgendwas Rotes finde. Hey, wie wär's mit dem Tisch? Da steige ich jetzt drauf. Erstmal auf den Stuhl und hops auf den Tisch. Geschafft. Guck mal, ich hab's auch geschafft. La, 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 la. Also, Emma, was ist denn hier los? Seit wann stehen wir denn auf den Tisch? Komm doch bitte mal runter. Du weißt ganz genau, dass wir uns nicht auf die Tische draufstellen dürfen. Der Tisch ist zum Essen da. Ja, okay, das stimmt. Tut mir leid, Luna, aber das gehört mit zum Spiel. Spiel? Ach Mensch, wie auch immer. Ich find's ja toll, dass ihr euch beschäftigt und hier so schön spielt. Aber eine Regel gilt, bitte nicht auf den Tisch steigen. Viel Spaß. Ja, yeah, Emma, das war ja richtig cool, aber du hast ein bisschen Ärger gekriegt. Also auf den Tisch sollten wir nicht nochmal draufsteigen. Hey, Leute, was macht ihr hier so? Hey, du, also wir spielen ein Spiel. Das ist so ähnlich wie The Floor is Lava und doch mit Farben. Also wir sagen immer eine Farbe, dann müssen wir ganz schnell die Farbe berühren oder da draufsteigen. Cool, Leute, darf ich da vielleicht mitspielen? Ja, aber selbstverständlich. Je mehr Leute, desto besser ist das doch. Cool. Und ich habe auch schon eine Idee für eine Farbe. Und zwar orange. Ihr müsst jetzt alle ganz schnell auf etwas, was orange ist. Wo gehe ich denn hin? Ah, da oben. Yeah, geschafft. Guckt mal, wo ich bin. Hier ganz oben in unserem Geheimversteck. Yeah, und ich bin hier auf der Treppe drauf. Und wo bist du, Emma? Ich hab's auch geschafft. Guckt mal, ich bin auf dem Klodeckel drauf. Der ist ja auch orange. Hey, wo sind denn alle hin? Hey! Emma, was machst du denn da? Warum bist du denn auf dem Klodeckel drauf? Hey, du da unten! Guck mal, ich bin hier oben. Wir spielen ein cooles Spiel. Spiel doch gerne mit. Und zwar ist das so wie The Floor is Lava und mit Farben. Also wir sagen eine Farbe und du musst ganz schnell dann da drauf. Cool, okay, ich mach auch mit. Ihr habt alle die Farbe orange. Moment, ich mache auch mit. Yay, und bereit. Guck mal, ich bin hier im Waschbecken drin. Und das ist auch orange. Also bestanden. Yeah, sehr cool. Das hast du gut gemacht. Und ich habe auch eine Idee für die nächste Farbe, und zwar blau. Guckt mal, Edge Badge, ich bin die Erste. Das war ja voll einfach. Blau, Moment. Hey, ich bin jetzt auch auf etwas blau. Und guckt mal, das war wirklich super einfach. Und ich jetzt auch, Edgy Badgy. Und Lea, wo bist du? Oh, etwas Blaues. Okay. Wo gibt's jetzt etwas Blaues? Ich gehe mal schnell die Treppe hoch und schaue mal, was oben noch so ist. Ah, da sehe ich doch was Blaues. Ich stelle mich auf die Kiste. Leute, ich bin oben auf der Kiste, auch wenn ihr mich nicht sehen könnt. Aber die Kiste ist blau. Und ich stehe da drauf. Hey, was macht ihr denn da? Emma, warum bist du auf der Tür und warum ist meine Schwester da oben so drauf? Hey, wir spielen ein cooles Spiel. Stell keine Fragen. Mach einfach mit, wir sagen gleich eine Farbe. Da musst du schnell was in der Farbe suchen und wir dürfen dann auch den Boden eigentlich nicht mehr berühren. Ja, genau, mach einfach mit. Und ich habe auch schon eine Idee für eine Farbe. Und die lautet grün. Schnell, sucht euch was Grünes. Oh, ich habe schon was Grünes. Da vorne, Leute, guckt mal. Ha, ich bin hier ganz oben. Ich frage mich irgendwie, wie ich hier hochgekommen bin. Boah, wie hast du das denn geschafft? Wie bist du da hochgekommen? Tja, Leute, einfach nur klettern. Das könnt ihr auch schaffen. Kommt einfach hoch. Cool, sollen wir auch mal probieren, da hochzukommen? Können wir probieren das einfach mal. Und hepp. Yay, wir sind jetzt hier oben. Guck mal. Aber es ist ganz schön eng. Also ich glaube, Emma, für dich ist leider kein Platz mehr hier oben. Hey, Leute, seid ihr versteckt? Also ich bin immer noch hier oben und ich habe ein Versteck gefunden. Naja, also nicht Versteck, aber etwas Grünes gefunden. Emma, komm doch hoch, wenn du noch was brauchst. Hier ist noch Platz. Ja, ich bin auf dem Weg nach oben. La 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 la. Hey, wo bist du?
Ach, da bist du ja. Ach nö, ich find das öde. Aber guck mal, da ist doch auch unsere grüne Uhr. Da könnte ich mich doch auch drauf stellen. Aber wie komme ich da hoch? Ha, ich hab's irgendwie geschafft, guck mal. Aber es ist ganz schön hoch hier oben und ich muss sagen, ich hab schon ein bisschen Höhenangst. Kinder, es gibt Essen. Nanu? Ja, wo sind denn alle Kinder jetzt auf einmal hin? Also, hier ist irgendwie niemand. Guck mal, da ist Luna. Also, ich hab doch irgendwas gehört. Oh, Kinder, was ist denn hier los? Was macht ihr denn da oben? Hallo, Luna. Wir spielen ein Spiel, also wir machen so eine Farbchallenge. Und das ist so ein bisschen wie The Floor is Lava mit Farben. Und wir dürfen immer noch eine Farbe berühren. Und jetzt ist grün dran. Ja, das machen wir hier. Deswegen sind wir hier oben. Also, wie seid ihr denn da hochgekommen? Um Gottes Willen, also, kommt da bitte runter. Das ist doch wirklich gefährlich und nicht zum Spielen. Ja, aber das gehört doch nur zur Challenge. Alles gut, uns wird hier nichts passieren. Das macht richtig Spaß, das Spiel. Wie auch immer, kommt bitte jetzt da runter, wirklich. Das ist nicht zum Spielen und das ist so hoch, da mache ich mir Sorgen. Ja, also, ist ja gut. Also, wir sind jetzt runter und, ja. Gut, könnt ihr mir bitte einmal sagen, wo denn die anderen beiden sind? Ich meine, wo sind denn Emma und wo ist Lea? Das können wir leider nicht sagen. Also, beziehungsweise, wir wissen das gar nicht, wo die sind, weil wir spielen ja dieses Spiel. Ich glaube, die sind oben irgendwo. Wahrscheinlich bei der grünen Farbe. Ach Mensch, dann gehe ich mal hoch und schau mal, wo die beiden sind. Emma, Lea, es gibt jetzt was zu essen. Wo seid ihr denn? Seid ihr gar nicht hungrig? Ihr zwei, wo seid ihr? Ich weiß doch, dass ihr da oben irgendwo seid. Mensch, habe ich dich gefunden, Lea. Hallo, Luna. Ja, hier bin ich. Wir spielen ja ein Spiel. Also, ich verstecke mich gar nicht. Ich musste nur irgendwo hin, wo was Grünes ist. Tada, hier bin ich. Und ja, ich habe wirklich Hunger. Ich freue mich auf das Essen. Das ist schön, Lea. Das freut mich ja, wenn ihr Spaß habt. Aber sag mal, weißt du, wo Emma ist? Ja, und schau doch mal hinter dir. Wow. Ach, Emma, was machst du denn da oben auf der Uhr? Das kann doch nicht wahr sein. Komm da bitte sofort wieder runter. Das ist doch nicht zum Spielen da. Ja, würde ich ja, Luna. Aber ich weiß gar nicht, wie ich hier raufgekommen bin. Aber ich weiß jedenfalls, ich komme hier alleine nicht mehr runter. Es ist ganz schön hoch und ich habe jetzt ein bisschen Angst. Oh. Ach, Emma, du machst Sachen. Komm, zusammen schaffen wir das. Spring einfach auf drei und ich fange dich auf. Mach dir keine Sorgen. Also, 1, 2 und 3. Wow! Hey, du hast mich aufgefangen. Aber selbstverständlich habe ich dich aufgefangen. So, und jetzt runter mit dir. So, Emma, das ist ja wirklich toll, dass ihr Spaß habt. Aber ich meine, das ist auch wirklich gefährlich. Du wärst doch da von alleine gar nicht mehr runtergekommen. Und stell dir mal vor, du wärst da runtergefallen. Ach, das wäre doch ein großes Jammer gewesen, Mensch. Ja, okay, da hast du recht. Das mache ich nicht nochmal. Das war mir eine Lehre. Aber das Spiel, das war wirklich cool. Ich gehe jetzt runter zu den anderen. Hey, Emma, das Spiel hat wirklich so viel Spaß gemacht. Ja, wirklich. Danke, dass wir mitspielen durften. Das war wirklich toll. Tolle Idee, Emma, wirklich. Ja, das fand ich auch. Also, Lea, das Spiel war doch ein voller Erfolg. Ich meine, gut, zum Schluss hatte ich ein bisschen Höhenangst und manche Orte sind vielleicht nicht so toll gewesen zum Spielen. Aber es hat mir super viel Spaß gemacht und ich würde das auf jeden Fall unbedingt nochmal machen, oder, Lea? Was meinst du? Oh ja, Emma. Auf jeden Fall. Das müssen wir nochmal spielen. Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!